Wir öffnen hier heute unsere erste AIDA-Schule unter der Kampagne, die wir zusammen mit der Flying Help Stiftung mit Rainer Meutsch zusammen entwickelt haben. Und ich glaube, die Idee hatten wir vor mehr als einem Jahr. Und auch dank der Unterstützung von unseren Gästen und eben auch unserer Crew konnten wir ein bisschen Spendengeldern einsammeln. Und die haben wir eben hier auf den Philippinen heute eben investiert und konnten das hier heute öffnen. Ja, es gab hier eine Schule, aber die Schulen, auch generell, die wir bauen, die sind immer in ganz erbärmlichen Zuständen. Die sind völlig marode, die sind heruntergekommen, teilweise sind es nur irgendwelche Unterschlüpfe, so war das zum Beispiel hier der Fall gewesen. Und da setzen wir an und da möchten wir helfen, dass die Kinder unter angenehmen, sicheren Bedingungen vor allen Dingen zur Schule gehen können. AIDA ist auf uns zugekommen und möchte in armen Regionen vor allen Dingen präsent sein und auch wirklich erkennen, dass da die Hilfe erforderlich ist. Man sieht es ja auch im Hintergrund, es ist wirklich hier inmitten eines Slums gebaut. Die Menschen leben hier leider sehr, sehr ärmlich. Aber diese Schule bietet eben diese Möglichkeiten, dass die Kinder was lernen können, dass sie eine Perspektive haben, vielleicht sogar irgendwann mal bei AIDA. Das ist eine sogenannte Preschool, wo Kinder, die so zwischen 3 und 5 Jahren eben hingehen, vor allem Sprache schon mal lernen. Gerade englische Sprache ist eben sehr wichtig und letztendlich der Grundstein gelegt wird auch für weitere Schulbildung. Ja, das geht einem natürlich total nah. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern und meine Kinder haben natürlich ganz andere Möglichkeiten in Deutschland zur Schule zu gehen. Und hier die Kinder haben diese Möglichkeit nicht, wenn es nicht eben solche Projekte gibt. Das geht einem einfach total nah, ja, weil das sind Kinder, die auch nur irgendwie glücklich sein wollen. Ich glaube, wenn man jetzt in diese glücklichen Gesichter der Kinder schauen kann, freuen wir uns wirklich sehr, dass dieses Projekt so erfolgreich jetzt hier umgesetzt werden kann. Die Philippinen sind besonders für uns, weil ungefähr ein Drittel aller unserer Mitarbeiter, die natürlich vor allem an Bord unserer Schiffe arbeiten, eben von den Philippinen stammen. Und von daher freuen wir uns sehr, dass wir mit der Unterstützung sowohl unserer Gäste als auch unserer Crew eben hier auch ein bisschen wieder was zurückgeben können. Wir haben bereits jetzt Gelder zusammen für 4 weitere Projekte, die wir, und das ermitteln wir gerade zusammen mit unseren Partnern, wieder hier auf den Philippinen, aber auch in anderen Ländern eben bauen wollen. Und letztendlich kann ich dann nur aufrufen, unsere Gäste, aber auch unsere Crew und auch wir als AIDA werden weiter Gelder einsammeln, um eben noch mehr Projekte wirklich in den nächsten Jahren umsetzen zu können. Und ich bin sehr froh, wie gesagt, hier heute den Start zusammen zelebrieren zu dürfen.